alle, die da draußen rumlaufen und sich jeden Tag dieselbe Scheiße anhören, die Redundanzhörer, nenne ich das ja immer so gerne, ne? Wie jeden zweiten Tag esse ich einen Döner, ne? Musik wird gemacht, man macht den Wasserhahn auf und zu, ne? Wie bei Last.fm, da verliert man das. Es ist ein unfassbarer Verlust zu dem, was Musik, wenn man lange leben will, ne, was es mit einem machen kann, was es einem für Chancen gibt, wie man lieben kann, wie man küssen kann, wie man Sex haben kann, wie man isst und so weiter. All das verliert man, wenn man die Musik diskreditiert. Meine Damen und Herren, ganz herzlich willkommen zu diesem Vortrag über Künstlerexistenzen. Ich habe den Untertitel gegeben, Wer hat Mozart verhungern lassen? Wir Musikwissenschaftler sind ja neben anderen, wie einer schon mal so schön gesagt hat, die Agenten des Hochkulturschemas. Wir werden vom Staat dafür bezahlt, Musikgeschichten zu erzählen. Und das sollen natürlich dann auch in Anführungsstrichen die richtigen Musikgeschichten sein. Aber trotzdem denke ich, kommt es darauf an, auch den Blick darauf zu werfen, welche Interessen werden dabei erfolgt, welche Geschichten werden erzählt, welche Geschichtsbilder, was wird ausgelassen. Wir, das heißt die Gesellschaft für Neue Musik Deutschland, haben uns vorgenommen, zukünftig auch aktuelle Themen im Umfeld der neuen Musik im Rahmen von wichtigen Festivals mit Wortveranstaltungen zu präsentieren. Die Kulturparadigmen, die wir hier in Europa haben, die Begriffe Qualität, Aura und das Neue, sind in solchen Märkten schwer zu verwenden. Massenmärkte, wo sich Qualität und Masse nebeneinander behauptet in einer globalen digitalen Kultur, müssen mit anderen Begriffen gefasst werden. Und am deutlichsten wird das daran, dass die Polarität von künstlerischer Autonomie und Marktwirtschaft sich scheinbar auflöst. Der Begriff Qualität ersetzt sich durch den Begriff Vielfalt. Die Rolle der Kritik, das Nadelöhr dessen, was sichtbar ist, ist weg. Durch die Digitalisierung sind diese alten Orientierungspunkte nur noch ein Orientierungspunkt unter vielen. Der Begriff Aura scheint so etwas wie eine zeitweise Materialisierung immaterieller Werte zu sein. Die Art, wie diese Musik gemacht ist, ist auch eine Antithese zu jener Zeit gewesen, zu anderen oder der anderen dominierenden Praxis der Computermusik, die nämlich, wo Komponisten an großen Mainframe-Computern teure Rechenzeit erwirkten und da dann nach einem Masterplan sozusagen sich ein Werk auskomponieren ließen, entweder nur als Partitur, später dann auch wirklich als Signal, als Audiosignal sozusagen. Und dass die Besonderheit dieser Musik nicht in der Klangstruktur steckt, sondern in der Verhaltensstruktur, sprich auf einer Strukturebene zweiter Ordnung. Also es geht um die Verhaltensweisen, wie die sich verändern. Und da ist aber ein Problem dabei. Das Problem ist nämlich das, dass diese Verhaltensstrukturen eigentlich nur von den Machern wirklich verstanden werden können, weil die ihre Systeme ja ausprobiert haben und Reaktionen erprobt und damit Erfahrung gesammelt haben. Und dass die Hörer eigentlich da ein erhebliches Kommunikations- oder Mitteilungsproblem haben. Sie können das nicht identifizieren, wann jetzt da ein Einfluss von einer anderen Seite war. Die können vielleicht Veränderungen wahrnehmen, aber zumindest wirklich sozusagen die Wirkweise dieser Struktur zweiter Ordnung ist ihnen nicht durchsichtig.
Und da könnte man also daraus folgern, dass das eine Musik ist, die sozusagen denen zumindest am meisten was bringt, die sie selber machen. One of the things I have taken on board from my time in Tokyo is this kind of definition of magic from Crowley, Alistair Crowley, who's the guy there with the funny robe on. And for me, magic isn't about kind of funny robes and demons and spirits. It's about what it says up there. It's about changing the world in conformity with your will, your kind of your desires, what you want to see out there. And in fact, Crowley was quite kind of in sync with me, horrifyingly, because he's not someone I particularly choose to identify with. But after he comes out of this definition, he goes on to say, for example, it is my will to inform the world of certain facts within my knowledge. I therefore take magical weapons, pen, ink, and paper. I write incantations, the sentences in the magical language, i.e. that which is understood by the people I wish to instruct. I call forth spirits such as printers, publishers, booksellers, and so forth, and constrain them to convey my message to those people. The composition and distribution of the book he's writing in is thus an act of magic, by which I cause changes to take place in conformity with my will. Auf der Bühne sind eine ganze Reihe von Künstlern und Musikern vertreten und ich freue mich sehr, dass Christiane Rösinger die Aufgabe übernommen hat, dieses Panel zu moderieren. I decided that all my life my job has been to be a professional poor man. That is, to make rich music, usually for rich people, in rich places, in rich rooms like this, but with simple, fundamental, essential means. In Senegal, I was sure that I will never survive with my music. I was just trying to do my passion, what I wanted to do. It's what I always say, I was born like a rebel, always like, why this, why it's always like this? And with all of this question, there was like no answer. And there was so lot of injustice, if I can say it like this, that the music I was doing, the hip hop music, it was like a kind of a, how can I say it in English? Like revendication. Yeah, it's like for revendication. For me, it was like more to be here for the people who doesn't have the possibility to say what they want to say and how they are suffering. Hat, sind zwei Dinge. Zum einen der Versuch, Modelle zu finden oder Begriffe zu finden, die das Problem handhabbar machen. Ich fand zum Beispiel die Idee des Mikrokapitalismus, dass man einen Markt hat, der nur drei Leute betrifft, tatsächlich toll und der hat mir auch wirklich erklärt, wie bestimmte Dinge funktionieren. Ich fand die Vorstellung der Piraterie, die Vorstellung des Virus einfach
gut, um darüber weiter darüber nachzudenken, was eigentlich passiert und auch was das bedeuten kann. Das sind vielleicht romantische Begriffe oder Begriffe, die romantisiert werden, aber das waren Momente, die mir klar gemacht haben, es gibt ein Instrumentarium und die Sprache hilft einem weiter. Und wenn man da weiterdenkt, kommt man tatsächlich auch vielleicht irgendwann zu Antworten. Das andere, was mir gut gefallen hat, oder wo ich eigentlich auch nicht mit gerechnet habe, ist, dass die Musik, die sehr heterogen war, tatsächlich in eine Art Dialogsituation getreten ist. Also, dass wenn man ein Stück hat wie das Stück von Stockhausen, wo die Musiker vor 4 Tagen gefastet haben und dann wirklich in einem aufgeladenen, fast mystischen, spirituellen Moment improvisieren, danach aber Josephine Foster singt, die sehr unbeholfen, zaghaft singt und danach dann Hair Police kommt, die mit einer wirklich so einer Wall of Noise das Ganze brachial, infernalisch beenden, dann entsteht tatsächlich ein musikalischer Dialog auch. Und ich glaube, dieser letzte Punkt ist das, was für mich eigentlich am bereicherndsten war.